Ich hab eine Glatze. Hallo Leute. Es war am Wochenende Elternsprechtag. Guten Morgen Leute. Willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Ihr freut euch bestimmt, warum ich im Bademantel bin. Das liegt daran, ich habe schon geduscht und ich habe vergessen aufzunehmen. Und ja, ich hab eine Glatze. Ich glaube, ich habe die über ungefähr ein Jahr nicht geschnitten gehabt. Ja, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, einfach mal einen Buzzcut zu machen. Ja, ich glaube, ich ziehe diese Sachen da an. Und danach wirklich was ich für die Schule anziehe. Gleich. Habe ich jetzt das umgezogen. Also in letzter Zeit ist nicht so viel passiert, ne? Es war am Wochenende Elternsprechtag. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Und immer wenn ich richtig fett eingeatmet habe, was ich halt oft musste, weil ich Husten hatte, bin ich gefühlt fast gestorben. Den Tag da auf der Tür habe ich durchgehalten, Alter. Aber ja, ich bin jetzt immer ein bisschen krank. Also, was ich jetzt nochmal machen muss, ist mein Bett aufräumen. Das Ding auf dem Boden aufräumen. Ja, dann wollen wir mal. Boah, kann ich jetzt so einen coolen Turn machen, Alter. Zeit, den PC auszuschalten und ich hab vergessen, mein iPad zu laden. Oh mein Gott, das Wichtigste. Ich glaube, ich lade mir jetzt mein iPad, solange ich mir Essen mache. Es ist momentan 6 Uhr. Jetzt packe ich erstmal meine Sachen, stecke mein iPad an. Das ist ein ganz basic Outfit. Weil an sich würde es ja auch so gehen, ne? Das ist es nicht, Leute. Das ist es auf keinen Fall. Obwohl, wenn ich. Nein, Alter, das ist es nicht. Das kommt aus. Das kommt aus. Und das ist ein neues Plakat. Das ist Michael Jackson. Ah, auf meinen Finger, Digga. So Leute, wir werden jetzt erstmal nach oben gehen. Mal gucken, was da abgeht. Diesen Morgen habe ich vor, mir Rühreier zu machen. Mit 5 Eiern oder so. 2 Bananen sind, glaube ich, drin. Meine Supplements darf ich nicht vergessen. Ich glaube, ich esse einfach Toastbrot Philadelphia mit Pastelma. Felix. Ich musste wirklich hart pissen. Naja, wollen wir mal. Warum sieht das so gelb aus? What the fuck? Ich glaube, die Eier ziemlich gelb waren. Ich habe mich noch kurz gewundert, warum die so gelb waren. Also, mal gucken. Hier hätten wir Omega-3-Fettsäuren. Ich versuche wirklich immer, wenn ich Sonnenlicht draußen sehe, auf die Terrasse zu gehen, das aber einzufangen. So, jetzt wappelt das schon, deswegen machen wir schnell den hier. Das war's. So, meine Freunde, mein Speicher war voll, deswegen hat die Aufnahme mit dem abgebrochen. Auf jeden Fall, mein Rührei. Das sieht mir schon ziemlich ready aus. Da sollten wir unser Frühstück fertig haben. Ein Butter, Pastelma, 2 Bananen, Vitaminsaft-Ding, Toast, Alter, Salz und Pfeffer, Rührei. Was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Ich muss auf die Terrasse gehen, Leute. Ich muss auf die Terrasse gehen. Es hat zwar wieder nach geregnet, aber so es geht, die Temperaturen sind ganz okay. Ich würde mir diese Jacke ausreichen, darüber habe ich auch das. Ich bin weg. Es regnet immer noch, Alter. Let's go. Es geht, Bruder. Also Leute, wir haben jetzt einen Fall. Schon ziemlich crazy, dass wir jetzt einen Fall haben. Und aber ja, ich enjoy es, ja. Lieber ein Fall als Unterricht. Und ja, bis gleich. Psch. Ja, wir sind hier mit Adam. Es ist ungefähr 9:37 Uhr und es regnet. Wir hatten gerade Sport. Wir hatten viel Spaß und Peace out, bis gleich, Leute. Guten Morgen.
Augen, Deutsch. Was meinst du? Was hast du? Ja, alle so ungesund essen, ne? Hier alle so ungesund essen. Was geht? Mittagspause, langweilig, Regen, Fußball. So Leute, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Es regnet richtig scheiße, Mann. Aber hey, ich hab die dickste Jacke der Welt. Oh, Alter, eklig. Jetzt schön, gleich zu Hause ins Warme. Einmal bis später, Leute. Zu Hause was gegessen. Und dann gleich direkt der Fahrlehrer aufgesucht. Ne? Ich schreibe mal nur mal an und guck mal, ob ich da entfernen kann. Ja, bis gleich. Was geht ab? Ich hab nicht geschwitzt. Das ist alles der Regen gewesen. So. Ich esse dich auf, ne? Du bist so süß. Hallo Leute. Hallo, ich komme mal total neu mit dir vor mir. Jose Eligella? Nein. Leute, er schaut immer Eligella. Er ist richtiger Eligella-Fan, gell? Naja, wir machen uns was zu essen jetzt. Oder vielleicht hat meine wunderschöne Mutter. Und Mama, hast du es gekocht? Wie bei uns immer? Ja. Okay. Das, was meine Mutter kocht, egal was ist, es schmeckt immer sehr gut. Naja, wir schauen jetzt mal, ne? Wir schauen jetzt. Mutter hat gezaubert. Ist crazy. Denkst du, ich pack das auf? Jetzt episches Food Review von Mama. Das ist Reis, Leute, mit Joghurt. Wie immer schmeckt das sehr gut. Ich mochte es nicht, aber irgendwann dachte sich mein Mund so, ja, hey, warum denn nicht? Dann bis gleich. Also ich dachte, ich informiere mich mal ganz kurz nochmal, bevor ich dir jetzt aber doof anschreibe. Ich habe den B197er Führerschein, mache ich gerade. Und genau, ich brauche mindestens 10 Fahrstunden in einem Schaltwagen, der Klasse B. Egal, ich muss glaube ich auf jeden Fall schon... Junge, was ist das für eine ADAC-Seite? Egal, ich schreibe jetzt aber ganz kurz an.